Ich begrüße euch heute zu einem ganz besonderen Gottesdienst. Heute predigt kein Pastor, sondern heute predigen die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Erfahrungen mit Liedern. Es geht heute um Lieder, die Mut machen. Und Mut kann man im Moment nicht genügend gebrauchen. Und das wünsche ich euch, dass ihr diese Erfahrung in diesem Gottesdienst machen könnt und selber auch Mut bekommt. Gott segne diesen Gottesdienst und er segne euch. Mein Herz kann reden, die Stille lebt, weil deine Liebe mich bewegt. Worte finden ihren Weg durch diese Tür. Ich suche nach dem Leben tief in mir, folge meinem inneren Gespür. Etwas meldet sich hinter dem Horizont, wenn sich alles in mir immer mehr entspannt. Es führt ein Tunnel zu dem Licht, wo das Schweigen in mir bricht. Da ist Leben in der Weite dieses Raums. Mein Herz kann reden, die Stille lebt, weil deine Liebe mich bewegt. Worte finden ihren Weg durch diese Tür. So sprich zu mir, denn ich will hören. Kannst du mich in die Weite führen? Du hast mein Herz bewegt, die Stille lebt. Ich suche nach dem Leben tief in mir, folge meinem inneren Gespür. Etwas meldet sich hinter dem Horizont, wenn sich alles in mir immer mehr entspannt, dann führt ein Tunnel zu dem Licht, wo das Schweigen in mir bricht. Da ist Leben in der Weite dieses Raums. Mein Herz kann reden, die Stille lebt, weil deine Liebe mich bewegt. Worte finden ihren Weg durch diese Tür. So sprich zu mir, denn ich will hören. Kannst du mich in die Weite führen? Du hast mein Herz bewegt, die Stille lebt. Mein Herz kann reden, die Stille lebt. Weil deine Liebe mich bewegt, Worte finden ihren Weg durch diese Tür. So sprich zu mir, denn ich will hören, kannst du mich in die Weite führen. Du hast mein Herz bewegt, die Stille lebt. Eine Quelle,
die den Wüstensand belebt. So sprich zu mir, denn ich will hören. Kannst du mich in die Weite führen? Du hast mein Herz bewegt. Du hast mein Herz bewegt. Du hast mein Herz bewegt. Die Stille lebt. Herr, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du bewegst. Herr, danke, dass du Menschen bewegst, Menschen diesen Gottesdienst zu hören, Menschen diesen Gottesdienst zu gestalten. Ja, Herr, und ich bitte dich, dass du jeden einzelnen Hörer bewegst, dass er zur Ruhe kommt und dann in der Stille auf dich hören kann. Ja, und schenk du uns doch auch immer wieder Menschen, die uns zur Seite stehen, wenn wir den Mut verlieren, wenn wir jemanden zum Zuhören brauchen. Danke, Herr, dass du uns zueinander geschaffen hast. Und danke, Herr, vor allen Dingen, dass du da bist. Ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst jetzt segnest. Danke, dass wir ihn in deinem Namen feiern dürfen. Amen. Ich grüße euch herzlich zu diesem Sonntag und mit meinem Wunschlied, was ich euch gerne weitergeben will. Wunschlied insofern, dass ich natürlich jetzt keine Wünsche äußern kann, sondern dass es ein Lied ist, was mich angesprochen hat und was ich gerne euch auch weitergeben möchte. Die Melodie ist sicherlich bekannt. Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und der dich führt. Siegfried Fietz hat den Text vertont. Und die Melodie ist uns ja überall im Ohr schon. Und Hermann Schulze-Berndt hat den Text dazu geschrieben. Ich lese uns erstmal die ersten beiden Verse vor. Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und dich führt. Gott schickt manchmal einen Engel, wenn er deine Sorgen spürt. Hast du Kummer tief im Herzen, tu dir wahrer Zuspruch gut. Denn mit großen Seelenschmerzen fehlt dir jeder Lebensmut. Wer das nicht schon erlebt, dass er in einer Situation war, wo er einfach das Gefühl hatte, er hängt irgendwo in einem Loch und kommt da von allein gar nicht mehr raus. Es muss ja nicht so schlimm sein. Es kann auch sein, dass man einfach nur traurig ist und keinen Antrieb hat, irgendetwas anzufangen. Es gibt auch viele Leute, die im Altersheim oder im Krankenhaus sind und die sich über Besuch freuen würden in dieser Zeit, was aber dann manchmal auch gar nicht erlaubt wird. Und ich habe von einem Seelsorger gehört, der eine ältere Dame besuchen wollte. Ja, es war schon schwierig genug, diesen Termin zu bekommen. Und dann komme ich hin und möchte gerne die Frau besuchen und man sagt mir, ach, es lohnt sich nicht. Sie versteht sowieso nichts mehr. Das kann ja nicht sein, habe ich mir überlegt. Ich gehe trotzdem rein. Und er erzählte dann, die alte Dame lag im Bett, sie sprach nichts. Aber er sprach dann zu ihr, ich bin gekommen, um sie zu besuchen und ihnen von Jesus nochmal zu erzählen. Und es gibt ein schönes Lied, Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Und die Frau machte die Augen auf, schaute ihn an und sagte, und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Der Mann sagte mir dann, ich habe es nicht geglaubt, aber es war wirklich so, sie schaute mich an, sie war ganz wach. Und dann haben wir beide die Hände gefaltet und sie hat nur noch Amen gesagt. Und ist das nicht wunderbar? Da war dieser Mann für die Frau wie ein Engel. Sie hat sofort gewusst, sie hat sich erinnert, das Lied war in ihrem Kopf. Und genauso wie dieses Lied ist auch unser Lied, von dem ich jetzt hier gerade spreche, auch etwas, was uns immer wieder erinnern kann. Hab Vertrauen in die Kräfte, die Gott selbst als Lotsen schickt. Ihre heilsamen Geschäfte haben dich sehr schnell erquickt. Gott ist stets an deiner Seite, auch wenn du ihn gar nicht siehst.
mit behutsamem Geleite damit neue Hoffnung sprießt. Ich habe selbst vor kurzem erlebt, dass mir jemand per WhatsApp ein Lied geschickt hat und ich habe gesagt, das ist wunderbar, es passt genau in meine Situation. Gott muss dich angestoßen haben und hat dich daran erinnert, mir dieses Lied zu schicken. Ich habe so lange nichts von dieser Frau gehört, mit der ich früher oft Kontakt hatte. Und dann schreibt sie mir per WhatsApp und sagt, ich habe das Gefühl, ich soll dir heute mal dieses Lied schicken. Und ich habe mich dann wirklich sehr darüber gefreut. Also, Gott schickt uns auch im Alltagsleben Menschen, die für uns ein Engel sein können und die uns erinnern, dass auch wir diese Möglichkeit haben, für andere da zu sein, für andere in Fürbitte zu gehen, uns einfach zeigen zu lassen, was dran ist, was wichtig ist und wer uns gerade braucht. Und ich wünsche euch allen, dass ihr das auch erlebt, dass es euch gut geht, dass es immer wieder aufwärts geht, dass Gott uns führt und unser Leben begleitet. Einen schönen Sonntag. Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und dich führt. Gott schickt manchmal einen Engel, wenn er deine Sorgen spürt. Hast du Kummer tief im Herzen, tut dir wahrer Zuspruch gut. Denn mit großen Seelenschmerzen fehlt dir jeder Lebensmut. Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und dich führt. Gott schickt manchmal einen Engel, wenn er deine Sorgen spürt. Sehnst du dich total am Ende und denkst du, hättest dich verirrt, bringt ein stiller Schub die Wende, dass dein Herz nicht mehr erfriert. Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und dich führt. Gott schickt manchmal einen Engel, wenn er deine Sorgen spürt. Hab Vertrauen in die Kräfte, die Gott selbst als Lotsen schickt. Ihre heilsamen Geschäfte haben dich sehr schnell erquickt. Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und dich führt. Gott schickt manchmal einen Engel, wenn er deine Sorgen spürt. Stets an deiner Seite, auch wenn du ihn gar nicht siehst, mit behutsamen Geleite, damit neue Hoffnung sprießt. Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und dich führt. Gott schickt manchmal einen Engel, wenn er deine Sorgen spürt. Musik
Das folgende Lied, ein jeder trage die Last des anderen, haben wir oft in unserem Chor gesungen. Es passt in diese Zeit, wo viele Lasten zu tragen sind, wo wir Menschen Mut machen können und für sie beten. Wir können Sorgen und Ängste an unseren Herrn Jesus abgeben. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus für jeden tat. Lasten gibt es genug, jeder trägt sein Paket von den Sorgen und Ängsten der Zeit. Es gibt Arbeit, die über die Kräfte geht. Es gibt Schuld, Hass und Lieblosigkeit. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus für jeden tat. Er nahm uns von den Lasten das schwerste Stück. Er trug unsere Schuld und dabei machte er unsere Hände und unseren Blick für die Lasten des anderen frei. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus für jeden tat. Keiner ist dazu schwach und zu ungeschickt, denn wer immer es will, der stellt fest. Auch der Schwächste kann tragen, was andere bedrückt, wenn er selbst sich von Gott tragen lässt. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage eine Schatztruhe voller Lieder, alte und neue, die mein Herz berühren. Und ein Lied, das ich euch vorstellen möchte, das hat auf den ersten Blick nichts mit Mut machen zu tun, sondern ist eher eine Bitte. In der Natur, da wird mir oft die Größe Gottes bewusst. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich auch auf meine Defizite hinweist. Und so zeigt er mir oft, und zum Glück für mich immer wieder, Dinge und Gewohnheiten, die ich verändern sollte und Schritte, die ich gehen sollte. Und in dem Bewusstwerden, welch liebevoller Vater mich da tagtäglich begleitet, ist mir ein Lied zu einem wahren Schatz geworden. Ein Lied, das mich sehr berührt, das meine Sehnsucht spiegelt und das mir ganz viel Mut macht, mein Leben jeden Tag aufs Neue in die Hand Jesu zu legen, weil ich weiß, dass sein Weg mit mir der beste für mich ist. Und mein Herzenswunsch ist es, mich auch von ihm gebrauchen zu lassen. Dieses Lied heißt Erfülle mich.
oh Herr, mit deinem Geist. Komm und führe mich, ja, leite mich mit deinen Augen, schenke mir ein ungeteiltes Herz. Ja, er ist der Töpfer. Mein Leben lege ich in seine Hand. Er sorgt für mich. Es ist eine Chance für mich, Gott in meinem Leben groß werden zu lassen. Und wie groß Gott ist, dazu habe ich eine kleine Geschichte. Ein kleiner Junge fragt seinen Vater, wie groß Gott ist. Der Vater antwortet erst einmal nicht, richtet dann den Blick zum Himmel, sah ein Flugzeug und fragte seinen Sohn, wie groß ist dieses Flugzeug? Der Kleine antwortete ohne zu zögern, sehr klein, Papa, ich kann es kaum sehen. Dann brachte er seinen Sohn zum nächsten Flughafen. Während sich ein Flugzeug näherte, fragte er seinen Sohn, und jetzt? Wie groß ist es jetzt? Fasziniert antwortete der Kleine, das Flugzeug ist riesig, Papa. Man könnte es nie übersehen. Darauf sagte der Vater zu ihm, und so ist Gott. Seine Größe ist auch abhängig von der Ferne, die du zu ihm hältst. Je näher du ihm bist, desto größer wirkt Gott auch in deinem Leben. Das folgende Lied entstand, als ich einen Text von Gisela Restharties in einem Buch gelesen habe, der mich bewegt hat. Ich habe ihn vertont und dann ein paar Jahre nicht viel beachtet. Die Aufnahme habe ich Anfang des Jahres wiederentdeckt und das hat mich sehr ermutigen können.
Ich möchte es euch jetzt mit euch teilen. Weißt du, dass auch Vögel träumen? Vielleicht sehen sie dabei eine Welt in neuen Räumen, jedes Wesen ist dort frei. Du darfst weinen, du darfst lachen, du darfst sein, so wie du magst. Gott hat ja zu dir gesagt, deine Hände, meine Hände, Haut an Haut bin ich dir nah. Zwischen uns sind keine Wände, ich bin für dich da. Zwischen uns sind keine Wände, ich bin für dich da. Auch bei Regen Drachen steigen und im Winter Blumen blühen. Du kannst lachend Zähne zeigen und im Zorn erglühen. Weißt du, wenn die Kräfte schwinden, einer ging uns schon voraus. Sonne, Mond und Sterne künden uns den Weg nach Haus. Du darfst weinen, du darfst lachen, du darfst sein, so wie du magst. Gott hat ja zu dir gesagt, auf den Winter folgt der Frühling, auch im unbekannten Land. Selbst der allerkleinste Sperling fällt in Gottes Hand. Selbst der allerkleinste Sperling fällt in Gottes Hand. Auch bei Regen Drachen steigen und im Winter Blumen blühen. Du kannst lachend Zähne zeigen und im Zorn. Einst waren Tränen, werden wir voll Lachen sein. Unsere Träume, unser Sehnen sind erfüllt, wir sind daheim. Du darfst weinen, du darfst lachen, du darfst sein, so wie du magst. Gott hat ja zu dir gesagt. Du darfst weinen, du darfst lachen, du darfst sein, so wie du magst. Gott hat ja zu dir gesagt. Ja, die Bibel bietet uns ganz viele Stellen, die uns Mut dazu machen möchten, uns in seine liebenden Vaterhände zu legen. Ich möchte euch auch an einigen Stellen in diesem Gottesdienst teilhaben lassen, die mir dabei wichtig geworden sind. Im Psalm 145 können wir Folgendes lesen. Der Herr stützt alle, die fallen. Er richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Gerecht ist der Herr auf allen seinen Wegen und getreu in allen seinen Werken. Nahe ist der Herr allen, die ihn rufen, allen, die ihn aufrichtig rufen. Hallo ihr Lieben. Ich bin weiterhin sehr interessierter Leser in der LKG-Gruppe und deswegen habe ich natürlich auch mitbekommen und Ulrike hat mir auch nochmal geschrieben und es mir nochmal angeboten, dass ich auch einen Beitrag leisten darf zum Mitmachgottesdienst und das nehme ich natürlich gerne an. Das Mutmachlied für mich in den letzten Wochen ist ein Lied, was ich in Dreisa kennenlernen durfte und mit Ingo und Claudia auch zusammen singen durfte. Und das ist das Lied Lebensglück. Das Lied macht mir Mut und begleitet mich in den letzten Wochen, weil Gott einfach durch Jesus
durch den Heiligen Geist, durch die Dreieinigkeit uns einfach so viel gegeben hat. Er ist Tröster, er ist Versöhner, er ist Geber. Er lässt uns halt einfach zu keinem Zeitpunkt allein. Und das begleitet uns vor allem gerade, da wir in der Familienplanung sind und da einfach die Hoffnung nicht verlieren wollen. Und weil unser Leben auch jetzt weitergeht und wir weiterziehen werden und unser Leben dann in und um Köln einfach neu starten müssen und da halt einfach in der Gewissheit leben, dass Gott das alles für uns vorbereitet hat. Mein Mann, der Adeolu, der hat sich nicht auf die Stelle damals beworben, sondern hat die durch eine Fortbildung bekommen. Und damals war nicht klar, ob er überhaupt in Deutschland eine Stelle bekommt, ob wir in Deutschland bleiben können, weil mein Mann ja aufgrund seiner Hautfarbe mit sehr viel Gegenwehr einfach zu kämpfen hat. Und nach nicht mal einem Jahr hat er einen unbefristeten Vertrag bekommen, was ein riesengroßes Geschenk ist und was uns einfach zeigt, Gott ist immer da und Gott bereitet unsere Wege vor und hat einfach einen Plan für uns, den wir noch nicht wissen, aber wo wir einfach uns sicher sein können, dass er gut ist und dass er richtig für uns ist. Und dafür sind wir beide sehr dankbar. Und genau das ist halt die Aussage von dem Lied. Wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir Ängste haben, Gott ist da, Gott hört uns zu, Gott tröstet uns. Gott schenkt uns im Überfluss. Wenn wir Auseinandersetzungen haben, ist Gott der Punkt, an dem wir wieder zusammenkommen und uns einfach versöhnen können, weil das unsere Basis ist, die Basis unseres Zusammenlebens, die Basis unserer Ehe. Und darauf können wir einfach aufbauen. Und das sagt halt für mich das Lied aus. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr kommt gut durch diese extrem schwierige Zeit. Wie gesagt, ich lese immer gerne mit und freue mich immer, von euch zu sehen, zu lesen und zu hören. Liebe Grüße! Von uns, ein Mensch so wie wir.
Lebensglück, ja, das ist eben nicht abhängig von den umgebenden Umständen. Ich finde, das ist etwas sehr Mutmachendes, wenn ich mich nicht von mir abhängig machen muss, sondern dass ich meine Hoffnung auf Gott richten kann. In Jesaja 40 steht dazu Folgendes. Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sie sind nicht erschöpft. Mir ist da diese Woche, als ich spazieren gegangen bin, ein Lied in den Kopf gekommen. Und zwar war gerade völlig stürmisch. Und dann kam aus diesen Wolken heraus plötzlich die Sonne und hat mich beleuchtet. Und ich musste automatisch dorthin schauen. Und dann kam mir dieser Vers eines alten Liedes in den Kopf. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade besehen. Das ist etwas, was ich auch sehr mutmachend finde, wenn wir den Blick auf ihn richten. Viele Nachrichten und Gedanken drehen sich heute nur um Corona. Das ist schade, wenn wir Freiheit nur auf die persönlichen Rechte beziehen. In dem Text unten aus dem Lied In dir ist Freude, können wir lesen, worauf es wirklich ankommt. Gottes Weg mit mir ist der, der für mich richtig ist. Frage ich Gott, was er mir persönlich sagen will, dann bekomme ich in der Ausrichtung auf ihn Mut und Hoffnung.
Ja, was macht uns Mut? Egal, wo ich im Moment hinkomme, ich habe den Eindruck, es wird immer schwieriger, Mut und Hoffnung zu finden. Und ich bin ja bekannterweise niemand, der besonders depressiv veranlagt ist. Aber selbst mir fällt es mittlerweile manchmal schwer, nach vorne zu schauen. Das Lied, das wir gleich hören, holt mich genau da ab. Es tröstet mich, wenn ich daran denke, dass Ängste und Nöte schon da waren, solange es Menschen gibt. Und darum kann ich mitrufen, hey Gott, teil doch das Meer der Sorgen vor mir. Ich weiß, dass du es kannst. Und das macht mir Mut. Gott kann. Er schafft das. Wende dich an ihn, der den Weg wirklich frei macht. Voll Plage, voll Schatten die Nacht, gehetzt und getrieben, nur Tempo gemacht, gestolpert, gefallen, jetzt strande ich hier. Wogen bedrohen mich, ich schreie zu dir. Teile das Meer vor meinen Füßen, dass ich in der Flut nicht zugrunde gehe. Bringe mich sicher ans andere Ufer, zeig mir einen Weg, wo ich keinen sehe. Gezeiten des Lebens, total aus dem Takt, von Fragen zerfressen, vom Zweifel gepackt, ich spür, dass ich irre, die Richtung verliere, ich weiß nicht mehr weiter, ich schreie zu dir. Teile das Meer vor meinen Füßen, dass ich in der Flut nicht zugrunde gehe. Bringe mich sicher ans andere Ufer, zeig mir einen Weg, wo ich keinen sehe. Teile das Meer vor meinen Füßen, dass ich in der Flut nicht zugrunde gehe. Bringe mich sicher ans andere Ufer, zeig mir einen Weg, wo ich keinen sehe. Scheint wie blockiert, ich fühl mich belagert, bedrängt, isoliert, kein Ausweg mehr sichtbar, ich kämpf, ich verliere, dann streck ich die Waffen und ich schreie zu dir. Teile das Meer vor meinen Füßen, dass ich in der Flut nicht zugrunde gehe. Bringe mich sicher ans andere Ufer, zeig mir einen Weg, wo ich keinen sehe. Teile das Meer vor meinen Füßen, dass ich in der Flut nicht zugrunde gehe. Bringe mich sicher ans andere Ufer, zeig mir einen Weg, wo ich keinen sehe. Hallo ihr Lieben, mein Hoffnungslied, was ich euch schicken möchte,
spiegelt momentan den Zustand wider, der in meiner Seele vor sich geht. Die Angst, die Sorgen, die Nöte. Und dann kommt der Refrain. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Diesen Refrain kennen wir aus dem Lied von Dietrich Bonhoeffer. Ich habe ein Lied nach einer neuen Version. Die Strophen sind von Bärbel Lindner. Und da beginnt die erste mit »Oft habe ich Angst vor der Zukunft«. Dieses Lied haben wir früher im Jugendkreis gesungen. Und wie ihr ja wisst, bin ich in der DDR aufgewachsen. Und da hatten wir auch oft Angst vor der Zukunft. Wie soll denn das jetzt noch weitergehen? Das ist alles so verfahren. Wir, die wir im Glauben standen, mussten mit Anfechtungen kämpfen und mit Widerstand rechnen oder auch mit Unterdrückung oder was auch immer. Und in dieser Situation sind wir heute auch wieder. Und in letzter Zeit habe ich oft dieses Lied wieder zur Hand genommen, habe es gesungen und das will ich heute mit euch teilen. Ich lese uns aus Römer 8. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Ist da noch jemand, der uns verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und von seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr oder Sterben? In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Lied »Für mich gingst du nach Golgatha« hat mich jetzt in dieser Passionszeit angesprochen. Ja, Jesus hat so viel auf sich genommen am Kreuz, Spott, Dornenkron, unsere Schuld, und trotzdem dürfen wir jeden Tag wieder zu ihm kommen. Seine Liebe ist so groß, sie ist unfassbar für uns und immer wieder neu. Danke, Herr Jesus. Besonders jetzt in dieser Corona-Zeit wird mir oft das Herz schwer. Da kommen mir viele Gedanken, aber manchmal sind sie auch sehr schön. Das folgende Lied macht mir seit meiner Jugendbundzeit immer wieder Mut. Das erste Mal habe ich es auf meiner Geburtstagsfeier gehört. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ein tolles Geschenk. Auch ich möchte euch mit diesem Lied Mut machen. Mut auf Jesus zu achten, an seiner Hand Schritte zu wagen. Ich möchte euch folgenden Vers aus der Bibel mitgeben. Jesus hat versprochen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.
1997 habe ich im Kino in Alsfeld den Film Alles oder Nichts gesehen. In diesem Film wurde ein Lied gespielt, dessen Melodie aus einem irischen Volkslied ist. Monate später haben wir in unserer Kirche das Lied Bleib bei mir, Herr, gesungen. Da erinnerte ich mich an diese Melodie aus diesem Film. Pfarrer Theodor Werner hat aus dem Lied Abide with me, bleib bei mir, diesen Text 1952 geschrieben. Heute ist das eins meiner Lieblingslieder. In meinen Übungseinheiten mit der Trompete spiele ich dieses sehr oft. Ich ertappe mich seit Jahren vermehrt dabei, dass mir die Liedtexte, besonders beim Trompetespielen, mehr sagen, mich neu ansprechen. Das von mir beschriebene Lied steht im Gesangbuch unter der Nummer 488 und hierzu meine weiteren Gedanken. Im ersten Vers lesen wir: Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein. Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. Wo fände ich Trost, wärst du, mein Gott, nicht hier? Hilf dem, der hilflos ist. Herr, bleib bei mir. Gerade für ältere Menschen, und ich gehöre ja nun auch dazu, ist dieses Lied ein Trostlied. Im dritten Vers steht unter anderem: Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein. Der Mensch merkt, allein schaffe ich das nicht. Ich rufe zu dir, mein Gott. Siehe hierzu auch Psalm 50, Vers 15, die Rufnummer Gottes. Im vierten Vers steht: Von deiner Hand geführt, fürchte ich kein Leid. Ich wiederhole: Von deiner Gottes Hand geführt. Das ist eine gute Perspektive für die Gegenwart und die Zukunft. Ich darf mich von ihm leiten lassen. Wie gesagt, gerade für ältere Menschen ist dieser Text eine große Hilfe, über ihr Leben nachzudenken und Trost in schweren Zeiten zu erfahren. Ich spiele dieses Lied mit der Trompete. Und nur noch ein Gebet. Er steht unter dem oben angeordneten Lied. Dort lesen wir: Herr, wir danken dir in dieser Abendstunde, dass du uns verliehen hast, unter deinem Schutz diesen Tag zu vollenden, dass du uns Kraft gegeben hast zu unserer Arbeit und trägst uns mit deinem Erbarmen. Wir bitten dich, Herr, wandle in Segen, was uns ängstet und beschwert. Wie die Früchte des Feldes gedeihen unter der Sonne, Wind und Wolken, lass auch uns reifen für deine Ernte. Wir bitten dich, himmlischer Vater, um den hellen Schein deines Angesichts über die Menschen, die wir lieb haben, und über die Menschen, die uns zu tragen geben. Dein sind wir im Licht und im Dunkel der Zeit. Du segnest unseren Ausgang und Eingang in Ewigkeit. Amen. Ich lade ein, auch dieses Gebet neu zu lesen und zu beten. Übrigens sind noch mehr, viel mehr weitere gute Gedanken, Gebete und Bibelvers im Gesangbuch. Viele dieser Liedtexte sind ja aus dem größten Schatz der Bibel entnommen. Ich lade ebenso ein, in der Bibel täglich zu lesen. Welch eine Gnade, dass wir das dürfen.
Danke, Herr, dass wir an deiner Hand geführt kein Unheil fürchten müssen. Danke, dass du uns auch Menschen zur Seite stellst, die uns mittragen und uns Mut machen. Danke, dass wir uns von dir füllen lassen dürfen. Dass du uns tröstest und uns wahres Lebensglück schenkst. Herr, du schenkst uns echte Hoffnung und Sicherheit in allen Lebenssituationen. Du hast den Weg freigemacht durch deinen Weg ans Kreuz. Wir können aufsehen auf dich, denn du bist da, in Licht und Dunkelheit. Danke für jede dieser mutmachenden Zusagen, die wir heute hören durften. Amen. Ist es nicht toll, wie viel Mutmacher es gibt? Und in der Bibel, da finden sich noch viel mehr. Ich möchte dich ganz persönlich ermutigen, wenn du in Angst oder Sorgen bist, dass du dir die Bibel in die Hand nimmst. Du wirst Gott begegnen. Ich möchte dir mit dem Schlusslied noch einmal Mut machen, deinen Weg mit Gott zu gehen. Sei gesegnet. Auf allen Wegen hält er dich, der gute Hirte, mit seiner Hand. Auf Wiedersehen. So geh nun deinen Weg, ohne Angst und voll Vertrauen, dass du nicht alleine gehst. Darauf kannst du bauen, Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land und auf allen Wegen hält dich seine Hand. Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land und auf allen Wegen. Seine Hand. Du bist seine Perle, Gottes Schatz bist du. Du bist einzigartig und nur du bist du. Niemand kann so lachen, niemand weint wie du. Wenn es dich nicht gäbe, fehlen würdest du. So geh nun deinen Weg, ohne Angst und voll Vertrauen, dass du nicht alleine gehst. Darauf kannst du bauen, Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land und auf allen Wegen hält dich seine Hand. Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land und auf allen Wegen. Du bist in der Wüste, in der Dunkelheit, niemals ganz verlassen, denn für alle Zeit wird der gute Hirte schützend bei dir sein. Auch in schweren Zeiten bist du nicht allein. Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land und auf alle.